Du Ratte. Du hast es echt drauf, Mann. Was machst du hier? Ich wollte sehen, ob es dich noch gibt. Woher weißt du schon? Alle reden davon. Jemand hat uns verraten. Mhm. Wenn man uns beobachtet, ist im richtigen Augenblick zugeschlagen. Das passiert immer wieder. Man kann nicht immer gewinnen. Auf dich. Zum Wohl. Cheers. Wer hat das Geld? Ich sag dir, du bist komplett verarscht. Du hast das ganze Geld. Du bist der Beste. Ich geh gleich los und bring's dem Boss. Das würde ich nicht machen. Wieso? Der ist ziemlich verärgert über dich. Über mich? Aha. Erklär mir das mal bitte. Steve und ich machen unsere Arbeit. Er geht dabei drauf. Und ich schaff's trotzdem, den Ithaca die ganze Kohle abzunehmen und er ist verärgert über mich? Nee. Er fragt sich halt, warum du noch am Leben bist und Steve nicht. Sein bester Mann. Er glaubt, dass du dir die Italiener nur ausgedacht hast. Das Geld nimmst und dann abhaust. Ja, wäre ich dann noch hier, dann wäre ich doch schon längst weg. Steve, der Boss, du und ich, oder? Hast du noch was? Ich sag dir, da ist was faul. Und geht dabei drauf und jetzt bin ich der Schuldige, weil ich die Kohle habe? Auf keinen Fall, Mann, wo kommt ihr denn da hin? Und wie bist du an die Tasche gekommen? Sag mal, glaubst du mir nicht? Blöder Hund. Wie bist du an die Tasche gekommen? Hör zu. Die haben mir eine Knarre an den Kopf gehalten und gesagt, wenn ich dir nicht sofort erzähle, für wen ich arbeite, mach nämlich kalt. Ich natürlich reiß ihm die Waffe aus der Hand. Schlag ihm in die Fresse und bam, renn quer durch die ganze Stadt mit der Tasche. Mann, diese Italiener, über die kannst du sagen, was du willst, aber laufen können die, Mann. Der größte Scheiß, der mir je passiert ist. Was hältst du davon, wenn wir das Geld nehmen? Du und ich. Wir nehmen das Geld und hauen ab. So wie früher. Du warst das. Du hast uns verraten. Du weißt, was mit Verrätern passiert. Los, beweg dich! Ach Scheiße, kann ich doch nicht wissen, was du so ernst meinst. Ich dachte, keine Ahnung, was ich dachte, Sven Test oder so und du rennst zum Boss. Das würde ich jetzt auch sagen.
Mann, wie geht die Scheiße doch auf den Sack? Komm, lass uns abhauen, ja? Ich würde dir gern. Aber du hast mir eine scheiß Knarre an den Kopf gehalten. Da hört der Spaß auf. Du hast mir auch gerade eine Knarre an den Kopf? Das ist was anderes. Bitte, Mann, komm. Nimm dir die Kohle und verpiss dich, Mann. Aber knall mich doch nicht ab, wir sind doch Freunde. Scheiße, ich will doch auch nicht. Fuck! Mann, du stehst nicht auf meiner Seite. Ich stehe doch auf deiner Seite. Und wer sagt mir, dass du nicht gleich zum Boss läufst? Alter, ich habe mir die Internet bloß ausgedacht, habe Steve abgeknallt, habe mir die Kohle genommen und wollte abhauen. Vielleicht hätte ich dich eingeweiht, vielleicht auch nicht. Jetzt ist alles klar. Ich habe darüber nachgedacht, dich gehen zu lassen. Aber jetzt weiß ich, du lügst. Du verdammtes Arschloch! Wegen dir ist Steve tot! Du hast uns verraten! Komm, komm, knall mich doch ab, Mann! Knall mich doch ab, ey! Mach's gut, mein Freund! Fick dich, ey! Scheiße. Das ist gerade der größte Scheiß, der mir je passiert ist.